Einen schönen guten Morgen und natürlich wieder herzlich willkommen zu Märkte am Morgen. Freitag, der neue Aktionär ist seit heute im Handel erhältlich. Also falls ihr ihn euch noch nicht als E-Paper geholt habt, jetzt habt ihr die Chance dazu. Robuste Aktien ist die Titelstory, also die Gefahr der Stagflation wächst. Doch mit diesen Unternehmen, da liegen Anleger jetzt genau richtig. 12 Unternehmen aus diversen Branchen werden vorgestellt. Also falls ihr neugierig seid, den gibt es jetzt im Handel. Wir blicken im Laufe der Sendung unter anderem auf K+S. Wir schauen auf Shell, wir schauen auf HP und noch ein paar andere Werte. Jetzt geht der Blick aber erstmal nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen. Franzi, gestern am Ende des Tages haben wir dann doch wieder ein Minus beim DAX gesehen. Wie könnte es nun heute für ihn weitergehen? Einen schönen guten Morgen erst einmal. Ja, in der Tat, wir haben zuletzt immer eine Berg- und Talfahrt beim deutschen Leitindex gesehen. Aber wir haben es eben nicht geschafft, hier uns tatsächlich zu stabilisieren. Du hast eben schon das Stichwort Stagflation erwähnt. Und genau diese Risiken sind eben hier ein Belastungsfaktor. Aus dem Sitzungsprotokoll der EZB war eben durchaus auch rauszulesen, dass man über Zinsschritte eine straffere Geldpolitik nachdenkt. Und somit wird die nächste Sitzung umso spannender, aber eins steht fest, der DAX gestern im Minus mit 0,5% Richtung 14.000 Punkte Marke unterwegs. Unter der 14.100er Marke sind wir aus dem Handel gegangen. Heute rechnen wir allerdings damit, dass wir eine Stabilisierung sehen über der 14.100 Punkte Marke erst einmal, würde aber trotzdem bedeuten, auf Wochensicht gesehen, ein ordentliches Minus von 350 Zählern. Also die Stimmung tatsächlich weiter angeschlagen und mit Erholung ist jetzt hier erst einmal weiter nichts. Wo kommt aber die positive Stimmung für den heutigen Tag erst einmal her? Die Wende an der Wall Street, die wird positiv aufgenommen, denn robuste wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kamen gut an und die nicht mehr ganz so stark anziehenden Renditen für 10-jährige Staatsanleihen und auch die haben für etwas Entspannung gesorgt. Daraufhin die asiatischen Märkte Nikkei und Shanghai Composite im Plus, der Hang Seng allerdings im Minus. Aber was wir eben auch sehen, der Druck beim Ölpreis, der lässt gerade so ein bisschen nach, was das nach oben angeht. Der Ölpreis kommt nämlich zurück. Das erste Mal gestern seit dem 17. März ist man wieder unter der 100-US-Dollar-Marke je Barrel bei der Sorte Brent. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Natürlich die Unsicherheit im Krieg mit der Ukraine und die wirtschaftlichen Auswirkungen, die sind nach wie vor so gegeben wie zuletzt. Aber die IEA, die hat weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freigegeben und die starken und scharfen Lockdown-Maßnahmen in China, was das Thema Corona-Pandemie angeht. Das wiederum sorgt für Lieferengpässe, das wiederum bremst die Konjunktur aus und somit die Nachfrage nach Öl und somit der Ölpreis eben wieder etwas schwächer unterwegs. Das heißt, wenn wir tanken, vielleicht wieder unter 2 Euro, ne? Heute Morgen war es schon unter 2 Euro, aber ich musste noch nicht tanken. Aber da hat mich auch gefreut, der Blick auf die Zapfsäulen. Okay. Dankeschön, Franziska, für den Überblick. Schauen wir auf diverse Einzelwerte. Shell steht im Fokus, da sind wir ja schon beim Thema. Shell muss milliardenschwere Abschreibungen vornehmen. Der Grund ist der Rückzug aus dem Russland-Geschäft, den man Anfang März, nachdem eben der Krieg in der Ukraine begonnen hat, vorgenommen hat oder den man eingeleitet hatte. Jetzt muss man im ersten Quartal Abschreibungen von 4 bis 5 Milliarden US-Dollar machen. Details will man dann erst bei der kompletten Zahlenvorlage oder bei der Vorlage des kompletten Geschäftsberichts abgeben. Der wird vorgelegt am 5. Mai. Da wird dieser veröffentlicht. Da wird es dann Details geben. Das war jetzt nur ein Zwischenbericht, dass eben diese milliardenschweren Abschreibungen anstehen. Was die Aktie angeht, ist der Aktionär aber weiterhin positiv gestimmt, weil es dürfte 2022 auch ein enorm hoher Gewinn erzielt werden. Und auch das Chartbild ist weiter bullisch. Wir sehen ja hier einen schönen Aufwärtstrend. Klar, zuletzt hat es immer so ein bisschen konsolidiert, Seitwärtsphasen. Klar, da wurde der Anstieg ein bisschen verdaut, ist ja nicht verkehrt. Die Shell-Aktie bleibt ein Kauf und wer investiert ist, der sollte den Stoppkurs bei 18,70 Euro, ja, jetzt so ungefähr auf diesem Niveau setzen. Wir machen weiter mit Volkswagen, denn da gibt es Neuigkeiten zu den Formel-1-Plänen der Töchter, also Audi und Porsche. Gestern hat sich der Aufsichtsrat von Volkswagen, Porsche und Audi zusammengesetzt und entschieden, dass die Pläne erstmal weiter verfolgt werden dürfen. Soweit so gut. Man hat gesagt, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass eben Audi und Porsche 2026 in der Formel 1 mitmischen, dass sie einsteigen, aber es ist noch nichts komplett entschieden. Man befindet sich in einer finalen Phase der Bewertung. Es gibt ja schon länger diese Gerüchte, Spekulationen und es ist ja offensichtlich auch was dran, dass eben Audi und Porsche ab der Saison 2026 eben in die Formel 1 einsteigen. Ganz, ganz sicher ist es noch nicht, aber es sieht sehr gut aus.
Die Volkswagen-Aktie, also die des Mutterkonzerns, darauf werfen wir jetzt mal einen kurzen Blick. Auch hier ist der Aktionär weiterhin positiv gestimmt. Der wichtige Widerstand von 160 Euro, der wurde vor kurzem nicht überwunden. Hat es eben nicht geschafft, darüber zu steigen, wenn dies jetzt gelingen sollte, wenn ein neuer Anlauf anstehen sollte und es dann gelingt, diesen Widerstand rauszunehmen, darüber zu steigen, dann wäre dies ein deutlich positives charttechnisches Signal. Positive Signale, die gibt es auch bei K+S und da hat sich JP Morgan den Wert mal genauer angeschaut und ihn quasi gleich doppelt hochgestuft und zwar von Underweight auf Overweight. Equalweight hat man gleich mal ausgelassen. Auch das Kursziel wurde extrem angehoben. Von 12,50 Euro auf jetzt 44,50 Euro. Als Begründung hat man gesagt, Versorgungsengpässe und hohe Energiepreise, die bilden eben ein positives Umfeld. Das dürfte 2022 auf jeden Fall für K+S positiv bleiben und vielleicht sogar noch im Jahr 2023. Also mittel- und langfristig sieht es sehr, sehr gut aus. Das spiegelt der Chart ja auch wieder. Und dieses vergangene Kursziel von 12,50 Euro, das lag ja auch extrem deutlich unter dem aktuellen Kurs. Deswegen jetzt auch diese starke Steigerung oder Anhebung des Kursziels auf 44 Euro kann ich gar nicht einmal in 50. Die Deutsche Telekom. Ich habe gestern schon darüber berichtet, dass die Hauptversammlung ansteht. Gestern 10 Uhr war es soweit. Ein Punkt war ja, dass der Postchef Frank Appel gerne auch in den Aufsichtsrat und dann in den Chefposten des Aufsichtsrats gewählt werden möchte. Und das ist dann auch tatsächlich geschehen. Er wird jetzt ein Jahr lang eine Doppelrolle ausführen, also Postchef und Vorsitz des Aufsichtsrates der Deutschen Telekom. Einigen Aktionärsvertretern hat dies gar nicht gefallen. Die haben da ihre deutliche Kritik geäußert, weil sie eben meinten, ja, dann kommt er mit seiner Zeit nicht so richtig zurecht. Und diese Doppelbelastung könnte dazu führen, dass eben ja, beide Positionen nicht zu Genüge ausgeführt werden können. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass im Regelweg zur guten Unternehmensführung von so einer Doppelfunktion abgeraten wird. Ist schlussendlich aber jetzt trotzdem entschieden worden, er wird das jetzt ein Jahr lang so durchziehen. Wir vergleichen mal, gestern haben wir ja schon auf die Telekom-Aktie geblickt, vergleichen mal die Telekom jetzt mit der Post. Wer vor einem Jahr eingestiegen wäre, bei der Post stünde jetzt ein Minus von 14,75% im Depot. Bei der Telekom sieht es besser aus, da hat man zumindest ein Plus erwirtschaftet, wenn man vor einem Jahr eingestiegen wäre von 5,6%. Schauen wir auf US-Werte, die gestern zum Teil ordentlich angestiegen sind. Der erste Wert ist extrem angestiegen, HP. Denn bei dem Druckerhersteller ist Warren Buffett eingestiegen und das im großen Stile. Der Star-Investor ist jetzt der größte Einzelaktionär bei HP und das hat die Aktie ordentlich beflügelt. Ich weiß nicht, ob er auch eine Twitter-Umfrage gestartet hat, ob es einen Edit-Button geben soll. Nein. 15%, das Plus, damit ist man wieder auf das Niveau von 40 Dollar angestiegen. Das hat man zuletzt ja schon mal gesehen. Ohnehin ungefähr auf diesem Niveau ist ein starker Widerstand. Wenn jetzt der auch noch überwunden werden sollte, dann ist der Weg im Grunde frei und dann können neue Höchstkurse hier erzielt werden. Bei Ford hingegen ging es gestern ordentlich bergab, denn da gab es auch ein Analystenhaus und zwar, wer war es? Muss nochmal nachgucken, Barclays, die Investmentbank Barclays, hat sich Ford zur Brust genommen und hat sich sehr skeptisch geäußert, was die Zukunft angeht und auch die aktuelle Situation. Man hat darauf hingewiesen, dass die aktuellen Risiken für den Automobilsektor und auch vor allem für Ford eben zum Teil unterschätzt würden in der allgemeinen Marktmeinung. Hohe Inflation, Produktionsdruck und auch der anhaltende Chipmangel, eine nicht gute Ausgangslage im Moment für Ford. Die Aktie ohnehin seit Jahresbeginn extrem unter Druck. Gestern dann auch nochmal, nachdem Barclays hier sich skeptisch geäußert hat, ein Minus von 2,3%. Wir schauen noch auf Costco Wholesale. Da sieht es ganz anders aus. Da ist die Aktie gestern ordentlich angestiegen. Zwischenzeitlich, also im Tagesverlauf, sogar auf ein neues Allzeithoch. Man hat nämlich Umsatzzahlen für den März bekannt gegeben und diese lagen über den Markterwartungen, also man hat die eigenen Erwartungen und die Marktüberwartungen übertreffen können. Und demnach ging es dann auch für die Aktie 4% nach oben. Neues Allzeithoch im Tagesverlauf erzielt. Am Ende ist man dann bei 608 Dollar aus dem Handel gegangen. Habe ich jetzt nicht mehr mit dabei, aber Tesla übrigens gestern, da wurde die Fabrik in Texas eröffnet, die erste Gigafactory. Und während der Eröffnung, da hat Elon Musk auch verraten, dass es eine zweite Gigafactory in Texas geben wird. So viel noch dazu. Als Rausschmeißer habe ich dann noch einen Videotipp für euch. Denn Freitag gibt es ja immer ein neues Video auf unserem Einfache-Börse-Kanal. Normalerweise um 10 Uhr, aber weil ich wusste, ich habe jetzt hier um 8 die Märkte am Morgen-Sendung, habe ich die Veröffentlichung einfach auf 8 Uhr vorgezogen. Ich poste den Link hier unter das Video, dann könnt ihr euch das Ganze gerne anschauen. Thema ist diesmal günstige Aktien finden und wie dabei das KGV und das KUV helfen können.
Die allermeisten von euch, die kriegen wahrscheinlich dieses Aktienfinden alleine hin und die wissen auch zu Genüge, was KGV und KUV ist. Wenn nicht, gerne nochmal anschauen oder den Link an Freunde weiterleiten, die noch nicht so in der ganzen Materie drinstecken. Ansonsten bin ich gespannt, ob ich am Montag wieder hier stehen werde oder nicht, ob der Kollege Martin Weiß zurückkehren wird. Wir werden es sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen heutigen Handelstag und danach ein schönes Wochenende. Macht's gut.